So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Tutorial. Heute werde ich euch zeigen, wie man beispielsweise bei Erntemaschinen geerntete Sachen über lange, lange Strecken waagerecht transportieren kann. Dieses Problem ist etwa so alt wie automatische Erntemaschinen und ähnliche Maschinen. Wir haben irgendwelche Items geerntet und wissen nicht, wie wir sie zum Beispiel zu unserem Haus transportieren sollen. Normalerweise wurde das immer mit diesen abgestuften Wassertrippen gemacht. Dann warf man hier oben beispielsweise diese CD rein. Und dann wurde die langsam, aber sicher nach unten verfrachtet. Aber irgendwann hatte man einfach so einen hohen Höhenverlust, dass man das nicht mehr ordentlich kompensieren konnte. Man konnte nicht mehr weit genug oben anfangen. Und irgendwann hat es einfach nicht mehr gereicht, so zu bauen. Dank der neuen Spitzhacken, man kann die ja jetzt verzaubern, und man kann die jetzt so verzaubern, dass man Eisblöcke abbauen kann. Und das ist elementar für die Möglichkeit, die ich euch jetzt zeigen werde. Erst einmal, jeder weiß, Wasser fließt 8 Felder lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann gießen wir das Wasser hier rein. Läuft genau bis da, ups. Und ist dann dort zu Ende. Dann werden wir hier ein Schild hinbauen und einen Eisblock. Warum, werden wir gleich sehen. Dann hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wieder ein Wassereimer. Und was so witzig ist, machen wir hier auch noch einmal hin. Einmal so und einmal so. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Wir werden jetzt gleich sehen, diese Diskette, diese Platte wird mit dem Wasserstrom bis da hinten hin fließen. Wir werden sehen, hier kommt die Schallplatte und sie rutscht über das Eis in den nächsten Wasserstrom rein. Und ja, noch ist okay. Und sie wird weitergeleitet bis zur nächsten Eisscholle. Oder bis zum nächsten Eisblock. Und wieder weitergeleitet, bis sie dann hier hinten ankommt. Ein sehr einfaches Prinzip, das also erstens viel Platz spart und zweitens auch über weite Strecken funktioniert und Häuser einfach besser erreichbar macht. Also, vergesst die Stufenbauweise, beziehungsweise die ist bei vielen Feldern auch sehr praktisch, aber für lange Transportwege in Kanälen ab jetzt immer mit Eis. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Für Anregungen sind wir natürlich immer sehr gerne, sind wir sehr offen. Und wir freuen uns, wenn ihr das kommentiert, favorisiert, Daumen hoch oder sonst was. Besucht doch bitte gerne mal unseren Kanal. Ich hoffe, ihr seid nicht... Naja. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben. Bis dann, eure Bambus Let's Plays.